digitale Region ist nicht nur das Internet, die E-Mails und der Facebook-Account im ländlichen Raum, sondern digitale Region bietet halt in der Zukunft viele Chancen für Arbeitsplätze, neue Arbeitswelten, aber eben halt auch für die Kommunikation in der Region, sodass die Regionen selbst einfach sich entwickeln müssen und die Chance haben, langfristig in der Region, aber auch mit anderen Regionen gemeinsam, kooperativ, Lösungen für Demografiefragen, Infrastrukturfragen zu lösen und auch dauerhaft auch diese zu betreiben. Das ist für die Familien sicherlich interessant. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in der Arbeitswelt, ist digital natürlich ganz, ganz interessant. Nicht nur die Telearbeitsplätze, die entstehen entlang der Ballungszentren, sondern auch letzten Endes neue Formen, die es heute noch nicht gibt oder die wir heute auch noch nicht kennen, die sie entwickeln können durch Startups, durch junge Firmen, die gefördert werden, bietet sich dann langfristig die Möglichkeit, einfach eine Region ganz anders zu entwickeln. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, um langfristig Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung zu betreiben. Der wichtigste Punkt ist einfach ein Umdenken in den Köpfen. Nicht ein Umpacken, sondern ein Umdenken in den Köpfen, um halt einfach sich einzulassen auf neue Arbeitsformen, auf neue Formen miteinander umzugehen. Medienkompetenz muss vermittelt werden für Jung und Alt und für alle sozialen Schichten. Der Zugang muss da sein, der Internetzugang und auch der Zugang zu Informationen allgemein und muss so aufbereitet werden, dass es halt einfach auch für alle lesbar ist. Ich denke zum Beispiel Menschen mit Behinderung in leichter Sprache und damit hätte man auch die Möglichkeit, mit diesen Ansätzen halt einfach auch Arbeitsplätze zu entwickeln im ländlichen Raum, die genau das tun, Informationen bereitstellen und entwickeln und langfristig auch vor Ort auch in den kleinen Dörfern betreiben. Wichtigste Akteure sind natürlich, ist zum einen natürlich die Wirtschaft, ganz klar, mhm. Und hier insbesondere auch die kleinen mittelständischen Unternehmen, Freiberufler bis dahingehend, die einfach mehr gefördert werden müssen, um ihre innovativen Ideen halt an den Mann zu bringen, mehr Unterstützung bekommen müssen, um halt auch in der Region Arbeitsplätze zu schaffen, die dann halt in Kooperation mit anderen Partnern wachsen können und somit auch in der Region verbleiben.